Sehr aufgeklärt. Ruhig. Der Referee gibt gleich den Kampf frei. Der folgende Kampf ist ein Duell im Catchweight bis 60 Kilogramm. Der Kämpfer in der blauen Ecke feiert heute sein MMA-Debüt. Er repräsentiert das Team MMA Rostock aus Afghanistan. Sein Gegner der roten Ecke feiert ebenfalls sein MMA-Debüt. Er repräsentiert das Team Boss Creek aus Berlin. Hassan Magomed! Ja, liebe Zuschauer, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr interessantes Match. Wird auf jeden Fall ein schnelles Match von dem Tempo her. Beide sind leicht. Das heißt also, wir können uns auf die ein oder andere Überraschung gefasst machen. Da halt die Debütanten meistens all on fire sind, sich auf jeden Fall nicht schenken werden. Ja, und wir haben die Ringererfahrung ja angesprochen und das bringt natürlich für eine MMA-Karriere eine ganze Menge, einfach weil man auch dieses ständige Wettkämpfen, dieses ständige Gewichtmachen gewohnt ist und weil man natürlich auch den Vorteil hat zu bestimmen, wo der Kampf stattfindet. Da sind schon die ersten Austausche, also ein Kick schon von den Hassan. Pusht nach vorne, hat sich die Ringmitte gesichert, mit einem weiteren Kick nach vorne, steht in der Southpaw. Ja, Magomedov, Rechtsausleger, Größenvorteile, versucht hier tief zu shooten, aber... Und wurde schon abgefangen. Ja, schlecht vorbereitet, das hat Hafizi tatsächlich kommen sehen. Ja, hat er gut gemacht. Versucht hier den Sack zuzumachen. Und die scheint tief zu sein. Es sieht sehr eng aus, sehr eng. Der Kopf ist komplett gestreckt, aber ich glaube, der kommt da raus. Ja, ist da rausgekommen. Ja, Fisi hat da versucht, nochmal umzugreifen. Diesen Moment hat Magomedov genutzt, um den Kopf da rauszuziehen. Aber Hafizi vom Boden aus gefährlich. Triangle. Da wird der Ringer zum Grappler. Krasse Aktion. Gutes Transition. Sieht sehr eng aus. Oh, er hat ihn gemountet. Ich glaube, das Ding ist zu. Oh, sieht sehr eng aus, Marc. Ja, Mounted Triangle hier für Hafizi, der wirklich von einer Submission in die nächste gewechselt ist. Sehr, sehr schöne Transition, sehr, sehr erfahren für einen jungen Mann, der hier sein Debüt feiert. Magomedov versucht da so ein bisschen diesen rechten Arm von Hafizi zu sperren. Tatsächlich um ihn braucht er den. Bisschen zu kontrollieren, genau so ist es. Er muss jetzt verhindern, dass er sich streckt, weil dadurch wird er den Choke noch enger zumachen. Jetzt werden Schläge noch ans Ziel gebracht. Jetzt ist er wieder gedreht. Das ist was für ein Kämpferherz. Und das ist das Herz, was wir vorhin angesprochen haben. Bei den Amateuren. Die sind echt mit vielen Dingen dabei. Aber wenn er muss da rauskommen, das wird er nicht lange mitmachen. Jetzt hat er den nochmal stärker isoliert, um den Druck zu erhöhen. Ja, staucht Hafizi hier zusammen, um so ein bisschen den Druck zu vom erhöhen. Hals abzulassen. Hafizi versucht hier weiter zuzuziehen, zieht am Kopf. Ich glaube, da ist aber noch, da die ja so Jungs ziemlich schmächtig sind, ist da noch dazwischen Luft. Was für ein Kämpfer. Hafizi dreht sich zur Seite, versucht so den Druck noch ein bisschen zu erhöhen. Der Armbar ist auch noch da, er könnte in die Armbar wechseln. Schlägt mit Groundbound und da, was für ein Skill, was für ein Herz. Magomedov kommt da raus. Die Frage ist, wie viel hat er jetzt noch im Tank? War lange Zeit in diesem Triangle. Eine sehr, sehr unangenehme Position. Sehr unangenehm. Und Hafizi jetzt hier am Rücken. Gefällt mir sehr, sehr gut. Starke erste Runde für Hafizi, der eine sehr gute Performance hier zeigt und sehr eng ringt. Und das war die erste Runde, Marc. Boah. Ja, 3 Minuten sind schnell rum. Das ist hier Amateurdistanz, 3x3 angesetzt. Und gute Entscheidung von Hafizi, vom Fußball zum MMA zu wechseln. Das ist ein Riesentalent. Ja, das leichtere Gewicht ist meistens dafür bekannt, immer mehr Luft zu haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich beide Fighter noch nicht so komplett ausgepowert haben. Das ist ja meistens immer so ein kleines Indiz. Wer will am Anfang mehr? Und manchmal verpulvert man sehr viel Energie in der ersten Runde, dass in der zweiten und dritten, falls es so weit geht, meistens nichts mehr übrig hat. Aber Marc, das war echt ein Hammer-Fight. Also bis jetzt haben sich beide nichts geschenkt.
Also auf der einen Seite sehr, sehr beeindruckend, wie viel Übersicht Hafizi da hat, wie er von einer Submission in die nächste wechselt. Auf der anderen Seite aber auch großen Respekt an Magomedov, der hier in sehr, sehr vielen brenzligen Situationen war und aus jeder wieder rausgekommen ist. Du hast das Herz angesprochen. Aber es ist ja nicht nur Herz. Herz allein reicht nicht. Er hat sich da wirklich auch irgendwie immer wieder rausgewunden. Sehr, sehr beeindruckend. Ja, richtig. Steven Kitzing da in der Ecke von Hafizi selbst, ja, Kickbox-Urgestein aus Rostock, seit vielen, vielen Jahren dort oben. Ja, auch ein sehr erfahrener Trainer. Die Machine Gun. So, oh, wir gehen. So, jetzt sind beide etwas vom Tempo runtergefahren, um sich jetzt ein bisschen besser abzuchecken. Ich glaube, die Abtastphase kommt jetzt erst. Wir haben sie in der ersten Runde übersprungen, um sie in der zweiten nachzuholen. Ja, tatsächlich gehen es jetzt beide ein bisschen ruhiger an. Man darf ja nicht vergessen, dass all das, was wir in der ersten Runde gesehen haben, eingeleitet wurde durch einen Fehler von Magomedov, nämlich dass er von viel zu weit draußen geshootet hat. Jetzt hat er diesen Fehler nicht gemacht. Jetzt war Hafizi der ein bisschen zu viel wollte. Und jetzt ist er hier in der Guillotine. Jetzt hat das Spiel komplett umgedreht. Aber er kommt da raus. Wenn jetzt ein Triangle kommt, bin ich echt fasziniert. Dann tauschen sie komplett das Roleplay komplett einmal um. Ja, Hafizi versucht sich jetzt hier natürlich aufzurichten, Schläge zu landen. Magomedov auf der anderen Seite blockiert das ganz gut. Guard aber auch weit offen. Jetzt versucht er, die Distanz zu verkürzen, damit Hafizi keine Schläge anbringen kann. Doch trotz all dessen sehr solide kleine Treffer, die auch einen Schaden verursachen. Ich finde, die kleineren sind meistens störender, weil du bist in dieser pikierenden Situation unten, hast den Druck. Ja, und Magomedov muss sich jetzt irgendetwas überlegen. Er kann nicht dort liegen bleiben und die ganze Zeit versuchen, Hafizi nur zu blockieren, denn Hafizi arbeitet konstant. Das heißt, der Ref wird ihn auch nicht aufstellen. Und Magomedov liegt dort unten, verliert die Runde in der Rückenlage. Richtig. Und auch wenn das nicht viele Treffer sind, die er kassiert eben welche. So gewinnst du den Kampf natürlich nicht. Leider nicht. Und leider ist das auf den Punktzetteln am Ende auch sehr, sehr ausschlaggebig, wie wer gearbeitet hat. Die Guillotine, er versucht die Guillotine. Also jetzt hat der Ref ja doch genug gesehen, obwohl da eigentlich konstant gearbeitet wurde. Interessante Entscheidung. Das ist jetzt die Chance für Magomedov. Jetzt das Ruder nochmal zu drehen. Magomedov war allerdings ein bisschen konditionell angeschlagen, scheinbar. Ein sehr, sehr schönes Knie. Amateurregeln, er darf nicht zum Kopf schießen, das Knie, aber zum Körper ist erlaubt. Hat da zwei schöne gelandet, bringt Magomedov hier nochmal runter. Ein sehr gefährlichen Arme, weil den man von dort aus auch gut ziehen kann, wenn er das Bein jetzt gestreckt kriegt. Jetzt wäre die perfekte Chance, sich zu drehen, sich zu lösen. Hafizi macht das sehr gut, sichert sich seitliche Kontrolle. Und damit dürfte Hafizi hier mit zwei Runden vorn liegen und Magomedov braucht im dritten Durchgang ein Finish, wenn er sonst sein Debüt knapp nicht verlieren will. Ich denke mal, ja, da hast du 100% recht. Wenn du mich fragen würdest, würde ich Hafizi den bisherige Kontrolle des Kampfes geben. Hat auch sehr souverän die Takedown, den ersten Takedown verteidigt in der ersten Runde und den zweiten sich gut zurückgekämpft. Ja, war im Prinzip kurz in der Guillotine am Anfang der Runde. Danach hat er die Kontrolle komplett übernommen. Ist wirklich sehr, sehr abgeklärt für sein junges Alter, dafür, dass er hier seinen ersten Kampf erst macht. Und dafür, dass er auch gar nicht mit Kampfsport im Prinzip seine sportliche Karriere begonnen hat, sondern ja aus dem Fußball rüber gewechselt ist, richtig, wie du es erzählt hast. Also das ist schon sehr, sehr vor beeindruckend. Und er hat auch noch einen Bruder. Ja, sein Bruder kämpft heute auch auf der Veranstaltung. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber vor allen Dingen, wie schön die Techniken aussahen bei ihm. Die geholten Submissions, die waren ja von der Guillotine in die Triangle, von der Triangle halt nochmal eine Formounted Triangle. Das sind halt super Techniken. Da brauchst du schon etwas gutes Grappling-Training, um halt diese Setups zu trainieren. Also, dritte und letzte Runde für Ferdus Hafizi und Hassan
Margot Madoff. Final Round. Ach, Mortal Kombat. Ja, das ist ein interessantes Gimmick, das sie sich hier ausgedacht haben. Ich weiß gar nicht, ob man es zu Hause hören kann. Dieser Mortal Kombat Sound zwischen den Runden. Final Round. Da werden Kindheitserinnerungen wach. Hoffen wir, dass es kein Fatality heute gibt, der Kampf vorüber ist. Ja, das müsste uns der Margot Madoff jetzt zeigen. Ja, er könnte einen gebrauchen, das stimmt. Hafizi ist auch clever. Er weiß natürlich, dass Margot Madoff jetzt hier alles in die Waagschale werfen muss. Entsprechend vorsichtig geht er zu Werke, überstürzt nichts. Er hat in der letzten Runde was überstürzt, ist in der Guillotine gelandet. Richtig. Jetzt geht das hier ruhiger an. Steckt mal den Jab raus, wartet ein bisschen ab und lässt die Zeit auch einfach runterlaufen. Denn die Zeit läuft für ihn. Ja, richtig. Jetzt heißt es nur, ruhig das Ding, das Ding mit nach Hause nehmen. Er macht das ja gut. Er hat sich den Backtack geholt und ringt ihn 1-1 runter. Das war zu einfach. Zu einfach. Das darf Margot Madoff so einfach nicht passieren. Er versucht jetzt hier mit diesem Kimura-Grip. Der sitzt aber nicht. Von der Seite aus kann man das vergessen. Er muss komplett andersrum gedreht sein. Schwierig. Ich denke mal, das werden doch so kleine Verzweiflungstaten sein, um sich zu versuchen, so eine kleine bessere Position zu sichern. Aber die Physik ist leider auf Hafizis Seite, weil er schlägt von oben nach unten und die tun in der Regel mehr weh. Es ist so und es ist aber auch nicht nur die Physik, sondern man merkt schon einen gewissen Niveauunterschied zwischen beiden. Korrekt. Hafizi weiß genau, was er dort tut. Bei Margot Madoff merkt man schon, du hast es gerade angesprochen, den Kimura auf der falschen Seite angesetzt hat. Vorhin auch den Einstieg in den Arm war ein bisschen komisch. Also ich glaube, er hat noch ein paar Baustellen vor seinem nächsten Kampf, aber dafür sind diese Amateurfights ja auch da. Genau dafür sind sie ja gedacht. Ich pflege auch immer zu sagen, auch an die jungen Zuschauer da draußen, die MMA kämpfen wollen, sammelt eure Erfahrungen und genießt im Endeffekt diese Kämpfe. Ich habe mich mit dem Coach der Lüneburger heute unterhalten, die ja auch 4 Kämpfe hier auf der Card stellen, überwiegend im Vorprogramm bei den Amateuren. Der hat gesagt, wir haben Jungs, die haben 20, 21 Amateurkämpfe. Klar, ihr könnt die Pro gehen, aber wir wollen eine lange Amateurkarriere haben, einfach um diese Erfahrung zu sammeln. Und man sieht ja bei den Russen, wie viel das bringt, wenn man lange Amateurkarrieren hat. Oh ja, die machen das auch teilweise vielen Ländern vor. Das ist dort halt ein Volkssport. Und da gibt es eine Drehung. Ja, Kruzifix-Position für Hafizi jetzt gehabt. Hat ein paar schöne Treffer gelandet, wird aber fast gesweept. Letzten 27 Sekunden auf der Uhr. Full gemounted. Kommt nochmal ein Kabinettstückchen, so wie du es immer schön aussprichst. Ja, sehr, sehr hohe Mount. Von Hafizi, gute Schläge und Margot Madoff kommt. Ja, einmal versucht er noch zu bocken, aber es wirkt, als ob er hier den Ausweg schon sucht. Hafizi isoliert den Arm, Armer-Versuch, Kampf ist vorbei. Aber letzte Sekunde. Schöne Performance von Hafizi, sehr, sehr beeindruckend. Klar, aber starkes Kämpferherz. Starkes Kämpferherz in diesem ersten Eröffnungskampf an diesem Abend. Beide Jungs haben alles gegeben. Und das ist immer das Schöne an Amateurkämpfen. Man kann hier einfach auf einer schönen Bühne wie hier einfach mal wirklich lernen, was ist das eigentlich. Und ich finde, jeder sollte definitiv vorher Amateur gekämpft haben, bevor er ins Profibusiness einsteigt. So. Gehen wir zur Siegerehrung. Der Mark Beckmann betritt den Cage. Sehr stark gekämpft und Sportlerherz, auch nochmal gegenseitiges Handshake.